Liebe TSG-Fans, hallo und herzlich willkommen zu Biteinander Folge 4. Diesmal zu Gast Frauencheftrainer Stefan Lerch. Stefan, wir fangen mal ganz simpel mit so einer kleinen Quizfrage für dich an. Kennst du die Ligastatistik deiner Mannschaft in diesem Kalenderjahr? Ja, die würde ich jetzt mal mir zutrauen. Dann 7 Spiele. Ja, 7 gewonnen. Hast du zufällig Torverhältnis im Kopf? Ich weiß, dass wir ein Gegentor kassiert haben, das war in Wolfsburg. Sag da einfach mal so nebenher, ein Gegentor, 7 Spiele. Aber wie viel wir jetzt erzielt haben, da muss ich sagen, wir haben gewonnen, das ist wichtig. 21 Tore geschossen, 1 kassiert. Mal ganz ehrlich, wie stolz macht dich diese Zahl? Für den Moment natürlich auf jeden Fall stolz, aber das ist auch nur eine Momentaufnahme. Und wie ich es eben gesagt habe, ob wir jetzt 21 Tore erzielt haben in den 7 Spielen oder 25, 35, letztendlich geht es ja darum, dass wir die Spiele gewinnen. Jetzt mit dieser Siegesserie, das ist natürlich schon eine tolle Momentaufnahme und die wollen wir natürlich noch weiter ausbauen. Ist es da auch gar nicht so schlimm, dass es mal ein bisschen holpriger lief, wie jetzt am vergangenen Freitag in Leverkusen 1-0? War jetzt nicht das schönste Spiel, aber Sieg ist Sieg, ne? Ja, das ist ja auch eine Qualität, dass man am Ende noch so ein Spiel dann auch zieht. Aber es war natürlich nicht unser wahres Gesicht, was wir gezeigt haben. Und Hoffenheim mit dem 1-0. So Tage gibt es. Ja, Leverkusen hat einen richtig guten Tag erwischt. Wir hatten einen richtig schlechten Tag erwischt. Trotzdem gewonnen und die Siegesserie ausgebaut. Und das zählt am Ende erstmal. Fußball ist ein Ergebnissport. Aber klar wissen wir, dass wir einiges besser machen müssen. Lass uns noch mal kurz über Zahlen von diesem Spieltag sprechen. 38.000 Zuschauer waren beim 1. FC Köln im Stadion. Die Rekordkulisse in der Flyer Lamprecht Bundesliga. Was denkst du über diesen Boom? Es ist ja mittlerweile fast Mode, dass in dieser Saison die Frauenteams die Stadien der Bundesliga-Clubs voll machen. Das ist natürlich ein ganz tolles Zeichen. Es war ein tolles Signal auch, ich würde auch mal sagen, über die Landesgrenze hinaus, dass also auch in Deutschland es möglich ist, viele Zuschauer ins Stadion zu holen. Und deswegen fand ich das grundsätzlich eine tolle Sache. Das braucht der Frauenfußball, diese Aufmerksamkeit, die Sichtbarkeit. Erst dann kann man natürlich auch die nächsten Schritte vorantreiben. Deswegen war das jetzt ein ganz tolles Signal. Hut ab, gerne mehr davon. Wie erklärst du dir diesen Boom im Frauenfußball, der ja gerade jetzt in der vergangenen Saison ja nochmal enormen Fahrt aufgenommen hat? Ja gut, zum einen ist es so, die großen Turniere, Europameisterschaften, Weltmeisterschaften, die ziehen natürlich auch nochmal auch das Interesse an Land. Das ist das eine, aber ich glaube auch, dass ein Faktor ist, dass jetzt diese Sichtbarkeit mehr geworden ist. Dass dem Frauenfußball auch eine andere Plattform geboten wurde jetzt in den letzten Monaten. Ob The Zone beispielsweise die Champions League jetzt überträgt, das sind natürlich alles Dinge, die dazu beitragen, dass man mitbekommt, was für eine Arbeit geleistet wird im Frauenfußball. Und das wird honoriert und das wird zum Teil auch immer mehr unterstützt. Und genau das ist dieser Weg, den der Frauenfußball jetzt auch noch braucht. Aber das kann natürlich nicht das Ende sein. Also das muss natürlich noch weitergehen. Bist du selber auf Social Media relativ viel unterwegs? Weil ich habe den Eindruck, dass auch das ein enormer Treiber dafür war, dass die Spielerinnen selber mittlerweile eine unglaubliche Reichweite mit ihren persönlichen beispielsweise Instagram-Accounts haben. Ja, das ist auch ein Grund und das ist auch eine Sache, die für Spielerinnen ganz wichtig ist, dass einfach auch auf den Social-Media-Kanälen viel gepostet wird. Weil natürlich ist es auch ein Stück weit Vermarktung und eben auch die Aufmerksamkeit auf sich selbst zu ziehen, aber auch auf das, was mache ich denn? Und ich bin eine Fußballspielerin und man erreicht viele, viele Menschen innerhalb kürzester Zeit und das sollte natürlich auch nicht vernachlässigt werden. Wie bist du persönlich dann zum Frauenfußball gekommen? Es war einfach so, dass ich mein Wunsch hatte, im Fußball mein Geld zu verdienen. Und für mich war es jetzt nicht entscheidend, ob jetzt im Männerbereich, im Frauenbereich, im Nachwuchs, sondern ich habe selbst früher höherklassig Fußball gespielt, habe es selbst als Profi jetzt nicht geschafft, mich durchzusetzen und habe aber diesen Traum einfach leben wollen, im Fußball zu arbeiten. Und dann kam kurz nach meinem Studium kam ein Anruf aus Wolfsburg damals, ob ich nicht
Lust hätte, mal nach Wolfsburg zu kommen und mir das mal anzuschauen. Es geht um eine Festanstellung und ja, da kam ich meinem Traum natürlich ein Stück näher und war einfach dem Ganzen sehr offen gegenüber und so bin ich dazu gekommen. Du hast jetzt schon einige Stichworte geliefert, die so ein bisschen in deine Vergangenheit reingehen. Du hast Lehramt studiert, Sport und Biologie, aber nie das Referendariat gemacht. War das dieser Anruf aus Wolfsburg, der dich daran gehindert hat? Ganz genau, das war's. Ich hatte mein Studium beendet und hatte für mich einfach auch gesagt, oder auch zum damaligen Zeit war es noch meine Lebensgefährtin, jetzt ist es meine Frau, auch mit ihr ausgemacht, okay, ich probiere jetzt einfach mal in den nächsten Monaten irgendwie einen Fuß in den Fußball reinzubekommen. Und es hat wirklich nicht lange gedauert, war wirklich kurz nach meinem Studium, kam der Anruf. Und deswegen habe ich dann nicht das Referendariat angefangen. Ich hätte es dann gemacht, wenn es dann ein paar Monate später nicht geklappt hätte, in den Fußball reinzukommen. Und glücklicherweise, jetzt rückblickend, ist es aber so gekommen, dass ich in den Fußball reingerutscht bin und jetzt eine tolle Zeit schon erleben durfte. Und soweit sind Lehrer und Fußballtrainer ja auch nicht ganz voneinander entfernt, oder? Stimmt, wird mir auch manchmal nachgesagt, dass der Lehrer doch hier und da mal durchkommt bei der Ansprache oder bei der Analyse. Ich habe es natürlich auch für mich ein bisschen genutzt am Ende, muss ich auch gestehen. Also die Dinge rausgezogen, die mir auch helfen als Trainer auf dem Platz oder auch drumherum im Umgang mit Menschen. Aber ich glaube, da gehört natürlich jetzt auch noch mal ein bisschen mehr dazu, als nur jetzt in dem Fall vor einer Klasse zu stehen. Aber hat mir auf jeden Fall auch was gebracht. Ich habe gelesen, dass deine jetzt Frau, damals Lebensgefährtin, eine nicht unerhebliche Rolle dabei gespielt hat, dass du den Weg an die Seitenlinie gefunden hast. Ja, stimmt auch. Den allerersten Trainerschein hat sie mir damals zum Geburtstag geschenkt. Die Eignungsprüfung hat mich angemeldet, die Eignungsprüfung geschenkt zum Geburtstag, C-Lizenz. Also damit hat sie sozusagen das Ganze so ein bisschen ins Rollen gebracht noch zusätzlich. Und dann hast du in Wolfsburg deine Karriere gemacht, hast einige Titel geholt mit der Mannschaft, bis dann in Hoffenheim erstmal in die Akademie gegangen. War das der Plan oder hast du schon immer gedacht, du würdest gerne irgendwann auch in Hoffenheim die Frauenfußballmannschaft betreuen? Nein, also dass ich irgendwann zu den Frauen wieder wechsle, das war nicht geplant. Nochmal, ich wollte immer im Fußball mein Geld verdienen. Das war der eine Traum, der eine Wunsch. Und der zweite große war, den Fußballlehrer zu erlangen und auch diesen Wunsch konnte ich mir dann ja erfüllen. Da kam das Angebot, die Möglichkeit in der Akademie arbeiten zu können und die TSG Hoffenheim, das ist natürlich schon eine Adresse im Nachwuchsfußball und das habe ich mir auch angehört und das hat mich dann schon auch überzeugt, gepaart mit dem einen oder anderen Grund. Ich war dann auch 8 Jahre in Wolfsburg. Es war dann auch mal Zeit für einen Tapetenwechsel. Ich wollte auch mal aus dieser Komfortzone raus. Plus, wie gesagt, ich komme aus dem Rhein-Main-Gebiet und da ist ja auch noch viel Familie vorhanden und deswegen war dann so eine Kombination aus allem. Es muss sich einfach gut anfühlen. Und da habe ich auf mein Bauchgefühl gehört und bin dann diesen Schritt gegangen zu den Jungs. Und wiederum da hat sich wieder eine neue Tür geöffnet, durch die ich jetzt auch wieder gegangen bin. Also das ist wirklich immer so im Fluss. Auch wenn du die Frage wahrscheinlich jetzt schon 100-mal gehört hast, wo sind denn so die grundlegenden Unterschiede zwischen dem Nachwuchsbereich in der Akademie und dem Frauenprofi-Leistungssport? In einer Frauenfußballmannschaft riecht es besser. Damit hätten wir auch die Überschrift für diese Folge gefunden. Ja, es ist, ich glaube, man kann sich vorstellen, 30 Grad im Schatten, im warmen Sommertag. Man steigt in einen Bus ein, voller pubertierenden Jungs. Ich glaube, da hat jeder so ein Bild vor Augen jetzt. Spaß beiseite. Also es sind pubertierende Jungs, es sind heranwachsende Personen. Die sind natürlich nochmal auf einem anderen Lebensniveau, wie es jetzt professionelle Sportlerinnen sind. Das ist natürlich ein anderer Umgang. Es ist eine andere Ansprache. Es sind natürlich auch andere Gedanken, die einen beschäftigen im Laufe des Tages, im Laufe der Woche. Und die größten Unterschiede sind natürlich, dass wir im Profigeschäft sind bei den Frauen. Und da geht es, wie wir es vorhin auch schon sagten, um Sieg und Niederlage in erster Linie. Klar, auch um Entwicklung. Aber klar, im Nachwuchsfußball geht es noch mehr um Entwicklung. Den Spielern auch was mitzugeben fürs Leben. Jetzt in dem Fall bei den Frauen ist es halt schon, dass einige schon lange dabei sind. Da geht es natürlich auch darum, dann Erfolge zu feiern.
Ich möchte noch einmal so ein bisschen den Blick auf das große Ganze richten, wenn man sich jetzt anschaut. Du hast die Bayern in der ersten Liga, du hast Wolfsburg, Frankfurt, Leverkusen, Hoffenheim. Jetzt kommt mit Leipzig der nächste Verein hoch. Dortmund hat jetzt auch die Frauenabteilung sehr, sehr viel gepusht. Ist das deiner Meinung nach wichtig, dass die Männer-Bundesliga-Clubs so viel Energie in den Frauenfußball auch stecken? Oder würdest du sagen, es darf auch ruhig Frauenfußball geprägte Vereine geben? Ja, es darf auf jeden Fall Frauenfußball geprägte Vereine geben, aber die werden es, das sieht man ja jetzt schon, immer schwerer haben. Ja, das ist eine Entwicklung, die seit Jahren einfach sich wie ein roter Faden durchzieht. Jetzt ist Turbine Potsdam noch so eine Mannschaft, die ja auch die SGS Essen, aber Turbine Potsdam so auch klassischer Frauenfußballclub in der Frauenbundesliga vertreten. Und man sieht es ja jetzt schon, die haben es sehr, sehr schwer. Ich glaube, das ist eine Entwicklung, die musste jetzt so kommen. Ich sehe sie aber auch als etwas Positives. Mhm. Klar, als Nostalgie-Fan ist es natürlich schade. Ja. Aber ich glaube, so für die Spielerinnen, für die Entwicklung der Spielerinnen, für die Entwicklung des Frauenfußballs allgemein, ist es schon wichtig, dass eben auch diese Vereine sagen, ja, wir bekennen uns zum Frauenfußball, wir unterstützen den Frauenfußball, weil dann eben einfach Strukturen ausgebaut werden können. Mhm. Natürlich dreht sich es auch immer wieder ums Geld, das ist auch klar. Und dadurch kann man aber Bedingungen verbessern. Mhm. Für die Attraktivität und für die Entwicklung der Vereine bzw. des Frauenfußballs und der Spielerinnen ist es, glaube ich, ein Weg, der gegangen werden muss. Und bringt, wie gesagt, auch einige Vorteile mit sich. Wenn man jetzt den Blick ein bisschen nach vorne richtet, am Sonntag steht das Nachholspiel an bei Eintracht Frankfurt. Das Duell im Kampf um die Champions-League-Plätze. 3 Punkte ist die TSG momentan hinten dran. Wie angespannt bist du, was dieses Spiel angeht? Oder wie sehr ist die Vorfreude auch schon bei dir da? Also ich glaube, jetzt geht's noch. Also die Anspannung ist noch nicht so groß. Aber kurz davor wird sie natürlich auch da sein. Ich finde das aber ein gutes Zeichen und das muss ja auch so sein. Mhm. Selbst ich als Trainer, der jetzt auch schon das ein oder andere große Spiel auch erlebt hat, bei mir ist immer so ein Kribbeln im Bauch. Und solange das da ist, ist es ein gutes Zeichen, auch für mich. Aber es ist mehr Vorfreude. Also es ist ja einfach eine super Situation. Ich glaube, vor einigen Wochen oder zur Winterpause war es eben noch nicht so, dass wir so klar jetzt noch die Chance haben, auf den dritten Platz zu kommen. Und deswegen, und das wird auch so die Herangehensweise sein, sollen sich die Spielerinnen darauf freuen. Sie sollen sich darauf freuen, weil sie dann, und das glaube ich, nur wenn man Spaß hat bei dem, was man macht, kann man auch die bestmögliche Leistung abrufen. Und das weiß jede Spielerin, verlieren dürfen wir auf gar keinen Fall. Dann ist der Zug sehr wahrscheinlich abgefahren. Aber man soll sich auf so ein Spiel freuen und einfach Bock haben, auf dem Platz alles zu geben, alles rauszuhauen. Und wir geben unser Bestes, dass wir eben die 3 Punkte mitnehmen. Ihr habt ja auch noch nach dem Frankfurt-Spiel 4 weitere Spiele bis zum Saisonende. Bleibt die Bilanz der TSG so makellos, wie sie bisher ist in diesem Jahr? Wenn es nach mir geht und wenn es nach der Mannschaft geht, eindeutiges Ja. Stefan, vielen, vielen Dank. Viel Erfolg euch für die letzten Spiele. Und liebe TSG-Fans, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.